Hetzlers schnelle Nummer. Heute gibt es knusprige Pommes ohne Fritte. Dicke Kartoffeln schneiden wir in dicke Streifen. In einen Topf aufkochen, Salz dazu geben, ruhig kräftig. Schuss Essig mit rein und dann werden sie gekocht. Die sollen angegart werden, sollen aber nicht durchgegart werden. 4 Minuten, knappe 4,5 Minuten in kaltes Wasser, einmal abstrecken. Kartoffeln haben wir jetzt auf dem Sieb abgegossen. Wichtig ist jetzt, dass man einfach guckt, dass sie jetzt trocken werden. Jetzt Backpapier einpinseln mit Brotöl. Jetzt die Pommes auch nochmal von oben einfetten. Und dann gehen sie in den Ofen, 220 Grad Umluft. Insgesamt waren die Kartoffeln jetzt 30 Minuten drin. Oh ja, jetzt wird das Ganze aber gewürzt. Klassisch kann man natürlich mit geräucherten Paprika, mit Paprika. Wir haben aber auch ein Kartoffelgewürz. Geil dazu. Da reinrutschen lassen. Dann sage ich mal guten Appetit.